Und da sind wir wieder. Moin zusammen und willkommen zurück zu Mellies. So, wir wollten uns hier umsehen. Mal gucken, was gibt's denn hier? Ah, wir steigen direkt mit einem Wimmelbild ein. Freut ihr euch? Da sind wir. So, was sollen wir finden? Spritze, Mörser, Retorte, Taschenuhr und Schädel. Ah, Schädel sehe ich ja schon. Spritze, Mörser, Retorte, Spritze, Mörser, Retorte, Spritze, Mörser. Mörser, Retorte. Spritze. Was ist das da? Es lässt sich nicht öffnen. Ich muss es wohl zerbrechen. Mit dem Hammer, der so glitzert. Aha, Zähne. Oh, tatsächlich Zähne. Ein Mörser. Retorte. Ist das so eine Art Glas? Ja, wahrscheinlich. Ne? Für Bakterienzüchtung oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Halt, was haben wir da? Das Buch ist verschlossen und es leuchtet kein Schlüssel. Oder habe ich ihn übersehen? Nee, aber es leuchtet das da. Fummel, fummel, fummel. Ah, da hat jemand eine Blume drin gepresst. Okay, Retorte, Taschenuhr, rotes Fläschchen, Stethoskop und Laterne. Laterne, Stethoskop, ein rotes Fläschchen, Taschenuhr, Brille und Vorhängeschloss. Brille und ein Vorhängeschloss. Das ist noch die Taschenuhr und eben jene Retorte. Da ist eine Retorte, ein Glaskolben. Das da? Nee. Vielleicht sollte ich jetzt mal die Taschenuhr favorisieren. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das da? Nein, das ist es auch nicht. Nein, 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 nein. Wahrscheinlich nein, 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 nein. Nein, 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 auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, nein. Und da ist die Taschenuhr. So, jetzt nur noch diese olle Retorte. Retorte. Da richtig doch was lernen hier, ne? So, was ist eine Retorte? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Was ist eine Dampfmaschine? Keine Ahnung, was ist eine Retorte? Okay, also diese Kissen sind es offensichtlich nicht. Das da ist eine Retorte. Ah, doch eine spezielle Art von Glaskolben. Okay. So, Fläschchen mit roter Flüssigkeit. Das wird da mal im Inventar hinzugefügt. Das ist super. So, was haben wir hier? Ui, was haben wir denn da? Na, hallo. So, Basement. Okay, ein paar Sachen. Ausrüstung zum Entsorgen von Gefahrenstoffen sollte ich nicht im Haus lagern. Der Keller wäre hierzu besser geeignet. Okay, die Chemikalien sollte ich aufwischen. Gummispritze? Ja, das geht. Okay, was noch? Handschuh soll da. Okay. Was noch? Der Behälter. Und noch ein zweiter Handschuh, wenn ich das so richtig sehe, ne? Haben wir aber nicht. Aber nichts wäre bei. Na gut, ich gehe mal wieder zurück. So. Was haben wir denn hier noch? Mal gucken. Wir brauchen noch einen zweiten Handschuh. Das nehme ich mit. Lappen ist immer gut. Ist das schon das, was fehlt? Stoffstück und dann. Ah, ein Skalpell. Ausgezeichnet. Wir kommen hier immer noch ran. Was kann ich hier noch machen? Nüscht, ne? Ne, nüscht. Nüscht. Das ist ja auch schon mal was. So, ein Skalpell ist aber nicht gefordert. Nee. Der Lappen war gefordert. Okay, so, irgendwas angrabbeln? Ne, mehr nicht angrabbeln. Okay, gut, der Lappen. Hä? Wisch, wisch, wisch. Was ist das da? Oh, warte mal, kann ich das noch aufsammeln? Kann ich noch? Was? Sehe ich das richtig, dass das dann alles wieder zurückgeht? Nee. Wieso geht denn das blaue Zeug wieder zurück? Hä? Soll ich das verstehen? Lappen. Nichts mit Wischen. Da wird gewischt. Da wird gewischt. Okay, das habe ich. Ah, jetzt ist der Lappen weg. Okay, alles klar. So, hier mit aufpumpen. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Was kann ich denn mit dem Ding jetzt hier noch aufdröseln? Da oben vielleicht? Nee. Okay, das nehme ich weg. Das, Alter, und dann ist das wieder da. Ach so, angrabbeln und dann da reinschmeißen. Ah, so. Ja, so. Nee. Und da
Spielerin. Ach, das ist ja cool. Und auf einmal gefällt mir das Ganze. So, und das? Dann nehmen wir eine Probe. Nee, dann nehmen wir das weg. Ah, ja. So, den Knauf nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, ich höre auch jemanden sprechen. Emily, bist du das? Hallo? Was ist das? Vicky, ich bin eingeschlossen. Du musst Dr. Bosworthys Siegelring finden. Er ist in dem Schlüssel zu diesem Türschloss. Nee, er ist der Schlüssel. Bitte beeil dich. Sie ist total... Okay. Gut, also. Ja, der Siegelring. Haben wir den schon? Den haben wir aber noch nicht. Türknauf. Nee, es ist nicht der Türknauf. Hier zu Skalpell. Ach ja, die Sachen haben wir ja auch noch. Okay, das nehme ich auch noch mit. Ist bestimmt total nützlich. Okay, mehr hier wird nicht. Gut, ich komme immer... Nee, hier komme ich dahin wieder zurück. Hier komme ich nicht mehr an. Das ist auch gut so. Und hier ist jetzt auch nichts weiter. Okay. So, genau. Hier mit Chemikalien, ne? So, was Blaues. Kann ich nicht daran stopfen? Doch, habe ich schon daran gestopft. Was Rotes kann ich nicht daran stopfen? Kann ich nicht daran stopfen? Ist ein Ding. Okay. Das Blaue hat er genommen. Das Rote muss wahrscheinlich auch in einem Reagenzglas. 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 Alles klar. Sein. Okay. Türknauf. Gut, nur erstmal gucken, wo der Türknauf denn hinpassen. Dude. So, mehr gibt's hier im Moment nicht. Fein. So. Das war nur das, genau. Da hinten Türknauf. Wo passt du denn hin? Nee, warte mal, der Türknauf, der war doch hier. Oder? Da. So viele verschlossene Türen. Nee, das war nicht. Dann muss es wohl das Ding jetzt im ersten Stock sein. Hier nicht. Nein, aber dort. An der Tür. Ja! Juhu! Wer ist denn das? Nein. So, hier haben wir noch eine Nachricht. Oh, mein armes Kind. Ihr Körper ist gekrümmt von der Krankheit. Jonathan Barthes hat ein raffiniertes mechanistisches Konzept erfunden, das sie aufrecht hält, aber mehr kann er nicht tun. Er mag, was es mag fast klingen, aber nur eine außerordentliche Ausbildung wird ihr ein anständiges Leben ermöglichen. Was? Okay. Ich erinnere mich an sie. Sie war immer so traurig. Was ist wohl aus ihr geworden? Lizzie. Die Lizzie. Ist die Lizzie diejenige, die uns hier verfolgt? Du erinnerst dich an mich, diese Frau. Miss Bosworth. Ich dachte, sie hätte die Insel verlassen. Warum sollte sie an diesem Ort bleiben? Vielleicht kannte sie nicht weg. Wir wimmeln erstmal. Schlüssel, Mikroskop, Zeitung, Abakus und ein Tintenfass. Tintenfass. Schlüssel, Mikroskop. Mikroskop. Ein Abakus. Zeitung. Zeitung. Da oben ist die Zeitung. Hier komme ich nicht noch ran. Jawohl. Sehr gut. Okay. Abakus. Schlüssel. So. Abakus, Handglocke, Füllfederhalter und eine Schiefertafel. Schiefertafel, Handglocke, Füllfederhalter. Ah, da oben. So, Abakus, ein Rechenschieber. Wo befindet sich der denn? Hier. Lineal, Messer und Buch. Buch, Messer. Und das Lineal ist, ja, ist, ach hier. Ja, Zeitung. Es wird deinem Inventar hinzugefügt. Warum? Weil hier der Schlüssel auf der anderen Seite drin steckt. Okay. Aber dazu müssen wir erst, alter Wimmelbild-Trick, genau, die Zeitung da drunter durchschieben. Jetzt hier oben mit irgendwas da drin rumpokeln. So, und dann hier unten den Schlüssel da rausziehen. Die Zeitung können wir leider vergessen. Das ist es nicht mehr. Das geht nicht mehr. Jetzt hier. Ah, okay. Ist sie hier drin? Ich hab Angst. Okay, da war noch irgendwas.
Was war das eben für ein Schatten? Vielleicht gibt es Dinge, die wir nicht so genau wissen sollten. Was ist das? Das ist fest mit Stoff umwickelt. Das kann ich nicht einfach so abnehmen. Aber dafür haben wir doch das Skalpell. Oh, jetzt werden wir aber mit Wimmelbildern verwöhnt hier. Garnspule, Nahtauftrenner, ein Stopfpilz. Ein Stopfpilz, das ist der da. Nahtauftrenner, Garnspule, Bürste, Fingerhut und Wollknäuel. Ja, das war es noch gar nicht. Mist. Ah, hätte ich jetzt gedacht. Da ist ein Auftrenner. Garnspule. Fingerhut. Was ist das hier? Da können wir irgendwas mit wegwischen. Die. Nee. Eine Schnur. Ah, okay, so. Gut, alles klar. Da ist die Bürste. So, was noch? Wollknäuel, Nadelhalter, Stricknadel. Nadelhalter, Nadelkissen. Nee, auch nicht. Wollknäuel ist aber da. Nadelhalter, Stricknadel. Das ist. Da, es leuchtet noch. Hat aber nichts mehr zu bedeuten, ne? Okay. So, Nadelhalter. Hm, das ist kein Nadelhalter. Okay. Nadelhalter, Stricknadel, Knopf und Aale. Die Aale ist hier. Der Knopf klemmt an der Puppe. Nadelhalter und Aale. Warum? Das macht mich nervös, dass es hier immer noch blinkt. Hm. Da? Jawohl. Das war eben gar nicht hier die Aale. Hm. So was? Nadelhalter. Ist das hier das Ding an der Nähmaschine? Nee, ist es nicht. Hm. Nadelhalter. Keine Ahnung. Was könnte es wohl sein? Da stecken ja schon Nadeln drin, aber das ist offensichtlich nicht. Hier? Ach, dafür gibt es ein extra Gerät? Meine Güte. Gefunden, Schnur. Juhu! So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ah, hier, da geht's weiter. Was haben wir nur mit Puppen hier? Yeah. Das nehmen wir mit. Entschuldige. Das brauchen wir alles nicht. Was hast du hier zu suchen? Irgendwas ist hier noch, ne? Ah, die Stiefel. Ach, okay. So, noch mehr? Nö, eher nicht, ne? Doch, irgendwas müsste hier noch sein. Es ist vielleicht ein Irrglaube, dass wenn wir in eine nahen Sicht noch hineinkommen, das heißt ja eigentlich, oh, da gibt es noch was, da gibt es noch Dinge zu finden, aber ich finde hier nichts. Außer einer komischen Puppe. Na gut, also, mehr ist nicht. So, was ist das hier? Ein Zahnrad. Oh, das haben wir auch schon irgendwo gebrauchen können. Wenn ich das noch wüsste, ey, wenn ich das noch wüsste. Aber mehr ist hier nicht, ne? Sieht nicht so aus. Da ist es dir noch zu dunkel, genau. Ah, Gummistiefel. Nein. Ach so, warte mal, hier das Zahnrad. Ja, ja, ja. Yay, setze die Zahnräder ein, um den zerstörten Mechanismus wiederherzustellen. Okay, wie viele Zahnräder haben wir denn überhaupt? Eine ganze Menge. Eine ganze Menge. So, noch eine? Nee. Okay, es muss irgendwie nach da hinten rangehen, ne? Was könnte grob passen? Müssen alle eingesetzt werden oder reicht auch? Reicht es auch, wenn ich nur ein paar einsetze? Das geht zum Beispiel schon mal gar nicht. Das auch nicht. Ach. Hier geht's. Ah, dann ist auch noch eins. Okay. So. Oh, nach da müssen wir auch kommen. Ja, verstehe. I understand. Das genügt nicht. Da kommt so eins rein. Das ist schon mal cool. So, hier unten. Ah, ist eine spitze Idee. Passt aber nicht. So, was passt. Okay. So, welches kommt jetzt hier hin? Das ist es nicht. Das ist es obviously auch nicht. Das passt, ist aber doof. Dann kann das hier schon mal nicht sein. Das hier könnte passen. Hat sich das jetzt mitbewegt? Sieht aber erstmal so aus, als würde das ineinander greifen, ne? Nee, warte mal, dann nehme ich das große dahin. Nee, nicht. Nein! Was macht es? Wieso kann ich an dem da nichts befestigen? Ich nehme mal den erstmal raus. Jetzt bewegt er sich. Okay, das ist gut. Vom
wirklich? Nee, du nicht. Du. Das geht auch, okay. Aber dich kann ich denn nicht einsetzen. Das ist schön, aber keine gute Idee. Hm. Nee, warte mal. Gehen wir mal hier weiter. Der könnte passen. Hier passt möglicherweise. Nee, das passt alles nicht. Da brauche ich noch ein großes Rad. Das passt auch nicht. Okay. Wow. Ja, cool. Nehme ich doch den da oben. Ich nehme doch den da oben. Nö. Nö. Aber eine Zwischengröße gibt es auch nicht. Also. Egal. Doch, warte, der da geht. Ach. Na gut. Der ist zu klein, ne? Der ist zu groß. Ja. Abwiss. Nö. Das will halt nicht. Ja, da, okay, und dann du daran. Ah, Numero Uno ist erledigt. Der passt dahin. Das Riesenrad kommt da oben hin. Dann kommst du da vielleicht rein. Ich dich mal wegnehme. Nee. Das will nicht. Doch jetzt. Nee. Ist er jetzt drin oder nicht? Hm. Das Riesenrad passt da nicht hin. Okay. Ich könnte dich da hinsetzen. Oder auch nicht. Hm. Du kommst dahin. Cool. Du kommst nicht hier hin. Wenn du jetzt dahin passen würdest, dann wäre super. Hm. So was geht. Nicht, wenn wir auch das riesige Rad einsetzen. Ja, könnte ich. Bringt aber nichts. Es wird schon dieses sein, ne? Du da oben hin. Das will nicht. Das will nicht. Geh mal hier hin. Ah, so könnten wir es natürlich auch stecken. Aber der passt nicht dahin. Es sei denn, ich mache das so. So, wir haben dummerweise nur noch zwei von den Rädern übrig. Das ist nicht gut. Hinkommst. Und sagen wir mal, du kommst dahin. Dann bringt das gar nichts. Das bringt was? Braucht es aber gar nicht. Das nehme ich mal wieder weg. Nee, das schließt nicht da dran an. Das gibt's ja nicht. Das will nicht. Das tut nicht. So. Das geht auch nicht. Sag mal. Okay, das könnte sein. Wenn das weg ist, könnte das sein. Weil wir werden ja vermutlich alle benutzen müssen, ne? Nehme ich mal an. Das will nicht. Warum will das nicht? Okay, das funktioniert nicht. Wir brauchen einen anderen Plan. Das ist gut, aber passt nicht. Das passt. Das passt nicht. Halt, warte, so anfassen. Dann geht das. Könnte ich dich da reinstopfen? Ah, wir kommen der Sache näher. So, und dann hier. Ja! Super, und da ist jener Siegelring. Juhu, jetzt kann ich Emily befreien. Ja, passt rein. Na, dann machen wir das doch mal. So, gehen wir da runter, hier rein. Und wenn das dann wirklich Emily war, dann könnten wir sie jetzt auch befreien. Warte, noch näher ran. So. Es funktioniert nicht. Der Siegelring des Doktors muss ein Geheimnis bergen. Okay. Irgendwas gehört da noch rein, ne? Nee. Ach, was denke ich mir nur. Okay, also, es braucht wohl noch irgendeinen Ring.
Gut, also raus hier, da kommen wir nicht ran. Hier braucht es noch die rote Fiole und also noch eine, ich weiß noch nicht mehr welche. Ich weiß schon nicht mehr welche. So, nein. Hier hatten wir auch noch irgendwas. Irgendwas, was ich nicht weiß. Hier gehört bestimmt irgendwas hin. Ach, warte mal, kann ich einen Regenschirm da reinstecken? Nö. Kann ich mit dem Regenschirm da was rausholen? Nein. Was ist das für ein Fläschchen mit roter Flüssigkeit? Toll. Ja, das ist rein. Na, hier komme ich auch noch ran. Das ist verstopft. Das soll uns nur ablenken, oder? Kann das sein? Kann es sein, dass das, dass uns das nur ablenken soll? Nee. Nee. Das soll uns nur ablenken. So, und hier in die Tür komme ich nicht ran. Okay. Ich werde mal versuchen, mit den Gummistiefeln hier ums Haus zu kommen. Komme ich da unten im Keller weiter oder waren wir da fertig? Hier waren wir fertig, ne? Ja. Hier waren wir fertig. Okay. So, wo komme ich denn mit den Gummistiefeln noch weiter? Das hier haben wir längst gelöst. Hm, die Tore sind verschlossen. Nein. Okay, was ist denn hier? Ich laufe jetzt mal alles ab, aber nur, weil ich einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Okay, das ist alles ganz toll. Bringt aber nichts. Und da guckt jemand. Warum? Es regnet doch, also. Nee, hier gibt es auch nicht mehr. Gut, dann lass uns unten am See nochmal nachsehen. Und hier oben wäre es wahrscheinlicher, ne? Ach halt, warte mal, natürlich. Hier. Gummistiefel. Nee, das war's doch nicht. Hm. Das war eine schlaue Idee, aber nein. Das reicht nicht. Nein, wirklich nicht. Okay, hier waren wir aber auch fertig, ne? Da gibt's auch noch einen. Vicky! Okay, mehr gibt's hier nichts. Nö. Das läuft ja spitze. Das hier ist aber auch alles fertig, ne? Bäh. Okay, nein, es muss im Haus weitergehen. Hier kommen wir. Ja. Keine Ahnung, noch eine Schnur. Was? Nee. Nee. Nein. Ach, weg. Warum komme ich hier mit den Gummistiefeln nicht drüber? Brauche ich wirklich ein Boot? Hm. Okay. So, zum Strand. Und hier gibt es auch nichts Neues. Nö. Wir sollten auch bei diesem Wetter nicht draußen sein, ne? Hier unten kommen wir nicht rein. Na. Okay. Wir sollten bei diesem Wetter nicht hier draußen sein. Hier ist auch nichts mehr, also Schule. So, okay, ach, ich bin froh, dass wir wieder drin sind. So, das hier hatten wir gelöst. Ich komme immer noch in diese... Na, ja, in Sicht, okay. Hm. Nö. Ja, es ist alles ganz spitze. Aber es hilft uns nicht wirklich weiter, ne? Wobei ich weiß immer noch nicht, was das hier wird. Nee. Hm. Zurück. Aber hier ist auch nicht mehr. Hektisches Umsehen hilft auch nicht. Und hier ist ebenfalls nichts. Es leuchtet so komisch rot, ne? Okay, das wird nichts.
Gut, also versuchen wir es wieder Richtung Keller. Wasser. Wir müssen das auch noch anzünden, fällt mir gerade auf. Ach, jetzt könnte ich das machen? Aha. Okay. Ah, es ist was grünlicher geworden. In Ordnung. So, aber hier, was jetzt? Ist dadurch ein Trigger entstanden? Nein. Ich komme aber auch nicht näher ran. Nee. Das bringt alles nichts. Okay, Tja, Leute, ganz ehrlich, ich bin geneigt, den Tipp zu verwenden, um zu gucken, wo wir jetzt weiterkommen. Es gibt ja bedauerlicherweise keine Map. Was sonst? Leuten helfen, Leid und Tod bewahren oder wahnsinniger Teil seines Experiments? Ja, gute Frage, nein. Okay. Ja, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich drücke mal den Tipp. Habe ich nicht im Krankenzimmer eine zweite Notiz gelesen? Im Krankenzimmer? Hier, im Krankenzimmer? Wo ist denn hier eine zweite Notiz? Wo ist denn hier eine Notiz? Da ist die erste Notiz. Warte mal. Hä? Moment. Das war eine zweite Notiz? Echt? Sie meint, dass der Original tatsächlich auf dem Friedhof zu finden sei. Die Kopie des Riegelsings stellt sich als nutzlos heraus. Ich konnte die Tür damit nicht aufschließen. Der Originalring scheint ein Geheimnis zu bergen. Also muss ich ihn finden. Mit Glück ließ Emily mir eine Notiz mit einem Hinweis auf sein Versteck zukommen. Es ist ein bisschen schwierig zu lesen, ne? So, okay. Also auf dem Friedhof. Aha. Wo ist denn... Warte mal, der Friedhof müsste doch... ist das da hinter dem Springbrunnen? Aber da sind wir ja bis Händchen gekommen. Da. Da sind wir bisher nicht hingekommen. Nee. Ich wüsste nicht, wie wir dort rankommen sollen. Das Tor ist verschlossen. Ja, spitze. Und nun? Toll. Der Tipp war ja hilfreich. Oder ist der Friedhof hier auf der... nee, das hier war kein Friedhof. Ne, das hier ist kein Friedhof. Das hier ist kein Friedhof. Nein, das hier ist nur für schön. Nein, das hier ist nur für schön. Okay, so auf dem Friedhof. Also. Halt, nee, warte, was mache ich denn hier? Nein, da hoch. Okay. Nein, hier, das ist doch... Stephanie Shop steht da. Das ist ein Shop, das ist kein Friedhof. Es hat sich auch kein weiteres Wimmelbild geöffnet. Jetzt kommen wir da ran? Ernsthaft? Du willst mich doch verkohlen. Du willst mich doch verkohlen. Na schön. Bewege die Knöpfe in die richtige Position, um die Luke zu schließen. Warte mal, da sehe ich 1, 2, 3. Grün 1, 2, 3 und blau 1, 2, 3. Okay. Scheint egal zu sein, wie wir es lösen, ne? Ja, es macht ganz den Eindruck. Also, es geht nicht, man kann immer nur einen freien Platz benutzen. Aha. Gut. Na gut. Zwei, warte mal, wenn ich die 1 hier rumschiebe, das bringt gar nichts. Wenn ich die, ich muss hier lang gehen. Und kann jetzt den hier, der wäre dann schon mal an der richtigen Stelle. 2, 3 bewegen. 3 kommt auf jeden Fall hier hin. Aber das ist Käse, weil da komme ich in die falsche Reihenfolge. Nee, halt, warte. Doch, das geht. So. 2. Den kann ich jetzt nicht hier hin bewegen.
Das ist die 2. Dann sind die beiden aber verkehrt herum. Okay, so. Und die 1 bringe ich jetzt mal dahin. Die 1. Der kann hier hin. Nee, warte, ist das klug? Nee, ich nehme erstmal den da. So. Okay. Die. Nee, halt. Die 1 kommt jetzt dahin. Jawohl, das ist gut. Damit die 2 da hinkommen kann. Und der dann darüber. Habe ich hier Platz für die 3? Nee, das war nicht so klug, ne? Naja, geht so. Okay, so, wo ist die blaue 3? Die blaue 3 existiert nicht. Okay, fein. Das heißt, das hier wird immer wieder unsere Spielwiese werden. Dann kommt die 2 hier hin. Die 3 nehme ich da hin. Die 1 kommt hier hin. 1. Ja, sage ich doch, dass das nicht klug war. Das war nicht gut. Aber vielleicht ist das die Gelegenheit, hier die 2 und die 3 mal zu tauschen. So, so. Und ach, Mist, der ist ja auf dem Platz. Shit, das war nicht gut. Das ist nicht gut. 1, 2, 3. Nee. Die 3, so. Verkehrt, toll, ich bin der Meister. So, hier, der ist schon mal richtig. Okay, so, dann wollen wir ja nur noch den hier tauschen. Nur noch. So, 1, den tauschen wir einfach einmal durch. Kommt dorthin. Die 2 darf aufrücken. Das war blöd. Die 3 darf aufrücken. Die 1. Nee. Der kommt da hin. Mist, die beiden muss ich doch tauschen. Hm. Eins, meinetwegen so. 2. Und jetzt kann ich die 1. Nee. Bringt nix, bringt nix, bringt nix, bringt nix. Die 1 habe ich am richtigen Ort, aber jetzt habe ich gleich 2 verkehrte da drin. Okay, so, das. So, jetzt habe ich's. Yay! Boah. Das war wie, das funktioniert jetzt hier nicht. Okay, alles klar. Juhu, alles ist trockengelegt. Yay! So, und jetzt komme ich auch weiter. Alles klar. Gut, dorthin.
So, okay, aber das mache ich erst gleich. Ich brauche mal wieder Kaffee-Nachschub. Bis gleich. Macht's gut.